Forschung bzw. Upgrade sind ein fester Bestandteil der allermeisten Strategiespiele, aber in Siedler hielt sowas erst dann so richtig Einzug, als man sich mit Erbe der Könige entschied, den bisherigen Siedlerprinzipien den Rücken zu kehren. Von Ausnahmen wie der göttlichen Aufwertung in Siedler 3 mal abgesehen. Und die Frage stellt sich natürlich, ob ein Forschungssystem, wie man es aus einem Age of Empires oder ähnlichen Spielen kennt, in einem Spiel wie Siedler funktionieren kann. Ich glaube, dass es möglich ist, aber wir einige Dinge grundlegend anders angehen müssen. Anders als das übliche RTS können wir wegen des What You See is What You Get Prinzips nicht mit Prozent-Upgrades um uns werfen. Ein Produktionsboost von 15% müsste entweder das Gebäude um 15% beschleunigen, was je nach Animation überhaupt nicht realistisch ist, oder jeden sechsten Produktionszyklus doppelten Ertrag liefern, was im besten Fall nicht schön ist und im schlimmsten Fall bereits unser Kernprinzip verletzt. Das warf auch die Frage auf, was Ausbaustufen für Gebäude eigentlich tun sollen. Wie ich bereits in anderen Videos sagte, muss hier für jedes betroffene Gebäude eine eigene Lösung maßgeschneidert werden. Das Erbe der Könige konnte es sich leisten, wichtige Gebäude hinter Forschung zu gaten, aber auch nur, weil Gebäude wie das Sägewerk in diesem Spiel einfach nicht essentiell waren. Ein 0815-Forschungssystem bringt uns also nicht weiter. Auf der theoretischen Ebene einen kompletten Tech-Tree für jedes Volk zu konzipieren, halte ich für utopisch, aber die Grundprinzipien können wir nichtsdestotrotz schon abklären. Zuallererst brauchen wir eine neue Ware, nämlich Schreibmaterial. Je nach Volk kann das alles von Papier bis Steintafeln sein, und auf dem Discord waren auch schon Obeliske und Runensteine im Gespräch, auf denen Forschungsergebnisse festgehalten werden könnten, wenn sich für ein Volk kein Schreibmaterial findet. Was man konkret nimmt, wäre stark vom Volk abhängig, mir ist aber wichtig, dass auch völkerfremdes Schreibmaterial zumindest teilweise verwendet werden kann, falls es erworben wird und die jeweilige Produktionskette nicht zu lang ist, vielleicht sogar nur ein- bis zweischrittig, weil je nach Verwendung ja noch weitere Schritte folgen. Schreibmaterial kann nämlich sowohl für Forschung als auch für magische Zwecke verwendet werden. Bleiben wir erstmal bei der Forschung. Schreibmaterial wird von Gelehrten in entsprechenden Gebäuden verwendet, um neue Technologien zu erforschen oder bestehende Abläufe zu verbessern. Der konkrete Arbeitsablauf wäre dabei abhängig vom Sachverhalt. Wenn es um die Nutzung eines neuen Materials geht, zum Beispiel Eisen für die Mayas, bräuchten die Gelehrten einige Proben des Materials, um seine Eigenschaften zu ergründen. Wenn es darum geht, Ausbaustufen für Gebäude zu erforschen, würde der Gelehrte das nächste Gebäude dieses Typs besuchen und dem Arbeiter dort etwas über die Schulter schauen. Für biombezogene Forschung würde der Gelehrte Bodenproben nehmen. Wir haben ja so viel Raum, kreativ zu werden und eine ganz eigene Art der Forschung zu schaffen, die mit den übrigen Spielprinzipien harmoniert. Das bedeutet auch, dass ihr die Gelehrtenhäuser nicht irgendwo bauen wollt, sondern schon daran orientiert, was dieser Gelehrte konkret erforschen soll, um die Laufwege kurz zu halten. Fertige Forschung ist noch etwas tricky. Diese könnte entweder im Gelehrtenhaus oder in einer eigens dafür gebauten Bibliothek eingelagert werden, um dann ihre Wirkung zu entfalten. Das würde auch bedeuten, dass Forschung verloren gehen und erobert werden kann, wobei die Entschlüsselung feindlicher Forschungsergebnisse dennoch Zeit erfordern würde, während es bei durch Handel mit Verbündeten erworbener Forschung schneller gehen könnte. Forschung müsste dazu in mindestens drei Kategorien geteilt werden. Gemeinsam und dementsprechend automatisch handelbar, völkerspezifisch, aber trotzdem handelbar und sowohl völkerspezifisch als auch nicht handelbar. Das käme dann darauf an, ob die Forschung auf Mechaniken basiert, die auf andere Völker überhaupt zutreffen. Es könnte aber auch erforderlich sein, die Lagerung der fertigen Forschung wegzukürzen. Hier ist halt die Frage, ob sich das gut spielen würde, was ich so auf der theoretischen Ebene nicht beantworten kann. Einige Upgrades wie verbesserte Lehrmethoden für Kasernen und Übungsplätze könnten auch in einem bestimmten Exemplar dieses Gebäudetyps untergebracht werden, um es zu spezialisieren. So könnte man zum Beispiel eine Kaserne auf Bogenschützen spezialisieren, die dann mit etwas Kampferfahrung oder einem bestimmten Perk starten. Forschung und Magie sollen aber im Konflikt miteinander stehen, weshalb Forschung auch nie direkt Zauber verbessern soll. Mana-produzierende Gebäude sind aber durchaus fair game. Dieser Konflikt soll spielerisch durch eine neue Mechanik namens göttliche Gunst bzw. göttliche Verbindung dargestellt werden. Der Name wäre davon abhängig, wie genau das Ganze begründet ist. Also ob die Götter einfach keine Lust haben, ein Volk zu unterstützen, das sich durch Forschung von ihnen abwendet, oder ob sie durch den abnehmenden Glauben ihrer Schützlinge tatsächlich geschwächt werden. Spielerisch äußert sich beides aber gleich. Göttliche Gunst ist eine Art Kampfkraftwert, aber für Magie. Je mehr die Gunst sinkt, desto teurer und oder schwächer werden Zauber, während höhere Gunst die Preise senkt oder die Stärke der Zauber erhöht. Genauer gesagt ist es die maximale Kostenskalierung, die betroffen ist. Mit 50% Gunst steigen die Kosten von Zaubern doppelt so weit, während ihr mit 200% potenziell nur halb so viel Mana bezahlen müsst. Werte unter 100% machen sich also direkt bemerkbar. Es steht auch im Raum, ob ungläubige Siedlungen von Ereignissen wie Gewittern heimgesucht werden, wo einzelne Gebäude beschädigt oder Siedler verletzt werden könnten. Falls wir Relikte im Spiel haben wollen, hätten auch diese eine Auswirkung auf göttliche Gunst und würden in ihrer Effektstärke von dieser beeinflusst. Gunst sinkt durch Forschung sowie durch die Erforschung und jeden Einsatz von nicht-magischer Wettermanipulation. Forschung wird insbesondere dann bestraft, wenn sie dazu geeignet ist, die jeweiligen Zauber des Volks überflüssig zu machen. Ein paar Beispiele wären zum Beispiel Reusen, die eine Konkurrenz zum Fischzauber der Chinesen wären, tiefere Minen, die den Rohstoffzauber der Römer überflüssig machen könnten, oder bessere Goldschmelzen für Völker wie die Mayas, die Gold durch Umwandlung erhalten können.
Forschung mit geringem Einfluss in dieser Richtung könnten dagegen weitgehend straffrei bleiben. Göttliche Gunst sinkt übrigens auch, wenn Technologie durch Handel oder Eroberung erworben und dann entschlüsselt wird. Es bringt also nichts, einen Spieler als Forscher auszuwählen, damit die Teammates straffrei Magiebild spielen können. Sinkt die göttliche Gunst auf 0%, könnte Magie gänzlich deaktiviert werden. In dem Fall wäre vielleicht ein spezielles Opfer nötig, um wieder ein Mindestmaß an Gunst zu erhalten. Gunst kann aber natürlich auch erhöht werden. Ein minimaler Anstieg passiert mit jedem Opfer, das den Göttern erbracht wird. Aber wir reden hier von vielleicht 1% für 100 Opfer, also eher etwas, was sich im Laufe einer Runde im Gesamtbild auswirkt, aber nicht unmittelbar ketzerische Forschung ausgleicht. Theoretisch wäre es aber damit wohl möglich, sowohl Technologie als auch göttliche Gunst zu maximieren, auch wenn das im normalen Spiel nicht passieren sollte. Gunst steigt außerdem durch den Bau von kleinen und großen Tempeln, sinkt aber auch wieder, wenn diese zerstört werden. Bei großen Tempeln kommt außerdem ein weiteres Talent unserer Gelehrten ins Spiel, die können nämlich auch das Schreibmedium ihrer Wahl zu religiösen Texten verarbeiten. Diese wiederum können in großen Tempeln eingelagert werden und erhöhen dort die göttliche Gunst. Sie werden aber auch dazu verwendet, Priester über das Startkontingent des Tempels, welches vermutlich deutlich reduziert werden müsste, hinaus auszubilden. Das bedeutet auch, dass der Verlust von Priestern indirekt mit einer Verminderung der göttlichen Gunst bestraft wird. Auf die Weise will ich aber auch davon weg, dass große Tempel abgerissen werden, sobald sie ihr Priesterkontingent in die Welt gesetzt haben. Stattdessen sollten Tempel nun vor Zerstörung und Plünderung geschützt werden. Das gibt uns eine völlig neue Produktionskette, die sowohl für magiebasierte, technologiebasierte und hybride Spielstile relevant ist. Sprechen wir bei der Gelegenheit noch kurz über Ausbaustufen für Gebäude. Diese müssen wie gesagt auf jedes Gebäude einzeln zugeschnitten werden, damit sie ins What You See is What You Get Prinzip passen. Und es sollte schon einen Unterschied machen, ob ich ein Gebäude ausbaue oder einfach ein zweites baue, abgesehen vom Platzbedarf natürlich. Für Farmen wie die Getreidefarm könnte ein Ausbau daher Platz für einen Erntehelfer ergänzen, der den Bauern das Säen abnimmt und kein zusätzliches Werkzeug benötigt, dafür aber selbst nicht ernten kann. Damit könnte der Ertrag einer Farm potenziell verdoppelt werden. Für Schmelzen könnte der Schmelzkessel so verändert werden, dass sich mit einem einzigen Sack Kohle zwei Schmelzvorgänge parallel durchführen lassen. Während eines Ausbaus kann das Gebäude nicht weiterarbeiten, der Zeitpunkt will also gut gewählt sein. Für Farmen kann der Winter eine gute Gelegenheit sein, einen solchen Ausbau anzugehen. Für Schmelzen sehe ich eher die Frage, ob Kohle oder Bauplatz ein Problem sind. Farmausbauten sehe ich bisher aber nicht als Forschung, da alle Völker dazu in der Lage sein sollten. Und wenn ihr im Völkerplanungsvideo aufgepasst habt, wisst ihr, dass die Amazonen ein pures Magievolk werden sollen, das keinerlei normale Forschung betreibt und dementsprechend auch keinen Zugang zu Wettertechnologie besitzen würde. Aber das alles ist letztendlich nur, wie ich es machen würde. Ich denke, das würde ganz gut in einen echten Siedler 4 Nachfolger passen, aber was denkt ihr? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, während ich daran arbeite, unsere Gedanken zu Schifffahrt, Handel und Rekrutierung aufzubereiten.